Einen schönen guten Tag. Heute wird's interessant. Wir gehen nämlich Delfin schwimmen und wir gehen zu einer Zenote. Aber zuerst gibt's erstmal, schaut mal, einen Salat. Wir haben uns jetzt ausgesucht. Die Madame hat einmal Krebsfleisch und Hähnchen und ich habe Hähnchen und Ei. Das Ganze gibt's für ungefähr 6 Euro. Kann man sich abwiegen lassen, to go. Aber viel Spaß im Video. Los geht's. Hey Ari, are you excited? Breakfast on the go. So, haben wir Frühstück. Einmal gibt es hier mal wieder Rührei, Gemüse, Gurke, ne, nicht Gurke, Zucchini. Wir haben Karotte, Nüsse, Ei. Geil. Guten Appetit. Was? Ich hätte nur eine Gabel. Schlecht. Vielleicht habe ich noch irgendwas drin. Hey Arin, what you got? What's inside your box? Huevos? Like if you go to the park, like you want the membership, so the membership works for a year and you use that as many times, or you can choose by the park and you can be like you can choose whole park to do activities for one day, or you can just like park, like today we are going to do like a dolphin, right? Mm-hmm. So it's that way. So what else, what other attractions over here? Oh, there is so many. Explore, like a zip lining, ADVs, like snorkeling, dolphins, nature parks, senses like how do you say, senses like a magic village. Uh-huh. Here, so everything you walk is like wow. Even you will walk like a street, you're gonna see like upside when you walk and you feel like so easy to climbing, but when you come down you feel like so tired to get uh-huh. down. It's like wow, that is. Eidechsen sind echt verrückt und die sind hier überall. Also immer wenn es raschelt, das ist kein Hund, das ist keine Katze, das ist ein verdammter Leguan. Leider. Konnten wir die Kamera natürlich nicht mitnehmen. Die verdienen ja natürlich auch Geld mit den Bildern und den Videos. Aber Schatz, wie hat es dir gefallen? Ich habe Delfin angefasst. Und ich habe sogar einen Kuss vom Delfin bekommen. Ja. Schatz, können wir einen Delfin kaufen? Nach Hause? Ja. Wir kaufen einfach einen Koffer, der aussieht wie ein Delfin, packen einen da rein. Der könnte nur ein bisschen schwer werden. Ich glaube, die wiegen 400 Kilo oder so. Also nein. Ich glaube, die Badewanne reicht auch nicht ganz. Schade. Die sind so weich. Die sind richtig weich. Wir haben die angefasst und mit denen gekuschelt. Dann haben die, was Gottes Willen, die haben uns nass gespritzt mit Wasser, die haben applaudiert. Ich kann was Kluges beitragen. Wusstet ihr, dass ein Delfin sich alle 2 Stunden häutet? Die machen sich alle 2 Stunden sauber. Muy bien aufgepasst. Danke. Geil. Nee, war ein Strich auf der Bucketliste wert, richtig? Auf jeden Fall. Geil. Hat auch nicht allzu viel gekostet. Wir haben jetzt pro Person knapp 60 Euro bezahlt, kann man sagen, ne? Ne, 50 Euro. Ja. 60 Dollar vielleicht. 55 Dollar. Was ich nicht so cool finde, aber das hatte einfach was mit Tierhaltung zu tun. Also hat Pro und Contra. Auf der einen Seite leben die hier doppelt so lange, weil die halt mit richtigem Fisch gefüttert werden, die werden gepflegt. Auf der anderen Seite ist das halt wirklich keine freie Natur. Die haben keinen riesen Ozean, so wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob die jetzt nur hier sind über Tag, um gefüttert zu werden und gehen dann raus in so ein größeres Resort oder was. Aber für hier ist, finde ich, ein bisschen klein. Ne? Ja. Aber ich kann jetzt Delfinisch kann ich nicht so gut. Bin zwar ein bisschen Fisch, aber ich glaube, die sind nicht arg unglücklich. Aber was ich ziemlich cool fand, dass die auch nochmal aufmerksam gemacht haben darauf, dass man seinen Müll mitnehmen soll und dass man auf die Meere achten soll, dass sie das so am Ende von der Präsentation mit den Delfinen gemacht haben. Das fand ich cool. Ja. Und das hängt hier auch überall aus. Ja, also die geben wirklich darauf acht. Die haben uns auch Bilder gezeigt, wie das im Ozean aussieht, wenn einmal so ein Delfin stirbt zwischen dem ganzen Plastik. Mhm. Und das finde ich auch gut, dass man da wirklich plakativ mit richtig ekelhaften Bildern schockt. Ähnlich wie auf den Zigarettenpackungen in Deutschland, dass man einfach mal tote Babys draufpackt, halte ich für korrekt, weil das ist letzten Endes das, was passiert. Ob man dann raucht oder nicht, ist seine Entscheidung. Ob man eine Plastikflasche auf die Straße wirft, genauso oder ins Meer. Dennoch finde ich es wichtig, dass man da richtig schön mal den Finger reinsteckt so, und zeigt, dass es mal wehtut. In der Wunde polen.
ich wollte zwar nicht in der Wunde sagen, sondern im Arsch, aber ja, wisst ihr Bescheid. So. Wir gehen jetzt noch weiter. Wir gehen jetzt noch zu einer Zenote. Zenoten sind Löcher im Boden, ganz dumm gesagt. Und es sind richtig wunderschöne Spots, denn da fließt so Wasser rein. Wie so kleine Wasserhöhlen. Bock? Mhm. Safe. Geil, los geht's. Okay, kleine Planänderung. Es wird heute keine Zenote. Heute ist nämlich mexikanischer Feiertag. Heute beginnt der Sommer. Das bedeutet, es ist sehr voll. Sehr, sehr, sehr voll. Also beim Parkplatz haben sie uns schon gesagt, das wird halt nichts. Also wir müssen dann mit dem Auto draußen warten. Und da sind schon hunderte Menschen hingelaufen. Und so eine Zenote ist vielleicht für so 20 Leute vielleicht oder 30. Aber da waren schon, war wahrscheinlich dreistellig da drin. Aber wir fahren jetzt zu einem Beach Club. Keine Ahnung. Serenity Beach Club. Bin mal gespannt. Jetzt sind wir im Serenity Beach Club. Das hier. Sie so zwei Liegen gegaunert und es läuft hier wie folgt. Man kauft sich quasi für 200 Peso, das sind 10 Euro ein Eintritt. Das kann man dann hier verwenden, um Getränke oder Essen zu kaufen. Dafür bekommt man Liegen bestellt, kann hier quasi den ganzen Tag lang verbringen. Ich glaube, das ist ganz fair. Wir haben jetzt natürlich Essen mitgenommen. Wir haben noch hier die Salate von Greenfit, haben noch vorgekocht. Frühstück haben wir schon drin. Ich denke, jetzt wird entspannt. Kleine blöde Sache, wir haben unsere Salate, während wir mit den Delfinen schwimmen waren, im Auto gelassen. Aber Geruchstest von meiner Freundin sagt, die sind noch gut. Beten wir, dass es so ist. Ansonsten gibt es nächste Woche wahrscheinlich nochmal Burger, weil sie 5 Kilo mindestens verliert. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Bohnen noch gut sind. Jetzt erstmal eine Runde Supplements reinjagen hier mal. Aspirin, Omega 3, A bis Z und Bacillus subtilis. Ganz lieben Gruß an Pete und an den Holger. Also, adios, amigos, amigas und amigues. Sagt übrigens, wenn man keinen Penis und keine Vagina hat, auch für die Leute, die Genderneutralität. Das ist quasi das Divers von Mexiko. Das Divers von Mexiko, einfach statt O oder A ein E. In diesem Sinne, ade. Keller.